Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns jetzt die nächste Questline an. Und zwar, wo war denn das Buch jetzt nochmal? Da. Hier oben. Da hatten wir ja gesehen, dass das hier irgendwo sein soll. Und ich nehme an, wenn wir raufklicken. Ja. Ist direkt hinter uns. Inzwischen ist es auch ein anderer Tag, deshalb kann ich eigentlich auch jetzt hier Fotos machen. Hä? Moment. Ach nee, dieses Rennen kann ich schon machen. Das heißt, ich kann später auch für Hignari Mats farmen wieder. Die müssten dann respawned sein. Das ist gut. Da unten ist er. Die hat ein Minischwert. Wir sind Freunde der Aranara. Ja, das weiß ich, dass hier Roboterteile rum. Let's nip that in the bud. Ganz schlechte Idee von dir. Wie kommt ihr auf die Idee, mit dem Hydro-Element neben Feuer zu stehen? Hä? Jetzt die Erkundung fort. Machen wir. Zu Befehl. Ah ja.
Ich mache da mal einen Bogen drum. Cooler Effekt. I hear everything. Ha. Midnight Phantasmagoria. Keep up. One with the forest. Er ist geplatzt. Ich vergesse einen neuen Matz einzusammeln. Let's go. Rein in seinen Arm. Da kommen wir doch auch wieder nur unten hin, ne? Ja, hier drunter. War ich doch auch irgendwann schon mal. Warte. Das war was, wahrscheinlich irgendwas für später, aber... Kann das ja schon mal... Noch höher, please. Nein. Sagt mir, es soll noch höher. Ob ich da hinten lang gehen kann. Ach Quatsch, ich... Fischl. Elektroboost. Besser. Ich vergesse das ständig. Ich eigentlich für I created another universe. Zwischen genug gesammelt? Ja, es reicht inzwischen wieder. Ihre Mats liegen auch so komplett verteilt über die Map, ne? Was hier ein bisschen was. Wir haben überall bei den Quests jetzt ein bisschen was von ihrem Pilz hier gefunden. Das ist ein Item, was wir aufheben? Nein. Hier ist eine Herausforderung, okay.
Okay, mussten nicht oben rauf gehen, nur hier in die Nähe. Ich muss da hinten rein. Okay. Nice, dann kann man in Zukunft hier direkt rein und muss nicht den ganzen Weg laufen. Wie bist du denn hierher gekommen? Okay. Sass. Eine Person gesteuert wurde. Er denkt sich einfach, er klettert da mal seelenruhig alleine da drin rum. Ja, hab einmal vergessen, dass die anderen ihn gar nicht sehen können. Okay.
Also Dane's Life hat uns doch mal erklärt, bla bla bla. Ruinwächter sind aus Kandria, haben wir erfunden. Hat er irgendwas davon gesagt, dass die Energiekerne mit schwarzer Energie angetrieben werden? Hä? Dabei haben sie eine schwarze Energie. Hä? Klingt bestimmt nach einer guten Idee, wenn man versucht, eine riesige Mordwaffe wieder betriebsbereit zu machen. Amity-Vorrichtung. Okay, und wir brauchen einen Schuss. Hier mit euren Schlüsseln. Die Feuerkraft. Kann ich mich nicht durchschmelzen? Ah, der ist aber wie ein Teleporter bekommen, ne? Wenn wir jetzt irgendwas holen müssen, damit wir dann wieder hier reinporten können. Ja. Naja. Nur so zur Info. Warte. Warte. Wo? Da. So ein Energieblock. Um alte Ruinstruktur aktivieren. Habe ich irgendwo gefunden. Brauchen wir das jetzt vielleicht aus Versehen? Hab ich, glaube, irgendwo hier aufgesammelt. Lag einfach auf dem Boden. Ist das in der... Ich glaube, es ist auch... Kann sein, dass es in einem Video mit drin ist, wie ich das aufhebe, aber ich weiß nicht, in welchen.
Also, ne, natürlich geben wir kein Geld aus. Warum sollten wir Geld ausgeben? Gibt gar nicht. Ich will mal Geschichte erzählen und dann geht das. Pass auf. Sag ich doch. Wir haben sogar sein Mora Beute. Ossia. Die haben alle ein bisschen zu viel Geld in diesem Bereich des Landes, glaube ich. Ja, ist das hier oben oder ist das unten im Dorf? Könnte oben sein oder auch unten. Das ist genau auf der Kante. Okay, war nicht ganz oben, aber besser runterfallen, einfach als irgendwelche Wände hochklettern zu müssen. Neues Tutorial. Sie hat die Kraft von Mandaha in Bewegung zu versetzen, somit Wege zu öffnen. Verdammt, sind wir zurück. Moment, konnte der Alte ihn gerade sehen? Das sah so komisch aus gerade. Komme ich da sneaky vorbei, ohne das einzusammeln? Ja. Ich hoffe, die Aufladung bleibt. Muss ich das später nicht nochmal machen?
Okay, hier ist die jetzt schon wieder weg. Da, zurückgelassene Energieblock. Block hier einfach. Wie gesagt, ich habe den anderen ja auch einfach so gefunden. Mal gucken, wofür man die später noch braucht. Das sieht doch. Ja, das sieht aus, als wenn das eine ältere Version von dem wäre. Und hier fehlt halt noch was drauf. Sogar mit einem Kompass drauf. Auch nicht schlecht. Dann leuchten die Schriftzeichen jetzt nicht. Okay, wir haben einen Teil davon und brauchen wahrscheinlich drei. Bei meinem Glück auch vier. Direkt in die Stadt können wir. Bleibt da oben, lange.
Okay. Zwei Fragmente noch. Okay. Ja, dann geht's ja. Unten drinne oder oben drauf? Nehmen wir an, dass es unten drin ist irgendwo. Ne, das wird nicht. Nur so, um ganz sicher zu gehen, nehmen wir einfach hier hin. Ne, ihr sagt mir. Ich muss viel tiefer. Ne, ne, ne. Schon besser. Da waren wir doch schon. Finde eine Höhle von hinein zu gelangen. What? Hier ist einfach nur so. Oder ist hier ein Eingang irgendwie? Nö. Es muss unten sein da. Finde ich hier unten irgendwo was? Oder da? Da ist was. Let's nip that in the bud. I'll bury you. Odd reveal. Time for retribution. Okay, erledigt.
better than nothing. Okay. Jetzt gehen wir hier rein. Ist ja nicht schön, dass ich bestimmt schon 20 Mal hier drin war. Senke den Wasser. Jawohl. No rest for the wicked. Okay. Dann wenden wir uns jetzt mal dem nächsten kleinen Puzzle zu. Das kommt auch in der World Quest vor, deshalb nehme ich das nochmal extra so mit auf. Und zwar hier beim Riesenruinenwächter. Kann man entweder hier oben in eine Höhle rein oder hier durch einen Weg mit dem Seli in eine Höhle rein. Dann kommt man von da hinten über eine riesige überflutete Höhle. Geht sich einmal komplett hier hinten durch rum und man muss natürlich wieder das Wasser abstellen, was wir schon mal hatten. Und das probieren wir jetzt aus. Mal gucken, was wir genau machen müssen. Ob hier einfach wieder nur ein paar Schalter sind, die wir anschießen müssen, oder ob hier ein bisschen mehr ist diesmal. Erstmal nehmen wir dich. Okay, du sagst nach oben. Verstärken. Okay, ja, ist erstmal wieder nur ein Schalter. So, man scheint zwei Seli zu brauchen. Das letzte Mal ist so ein so geblockt wurden, konnten wir einfach links und rechts vorbei. Wir brauchen noch eine Seli. Bin ich unten an einer vorbei? Oder ist hier irgendwie was? Einfach random in so eine Ecke. Ah, da hinten ist eine Tür. Gesehen. Okay. Lass mich in Ruhe.
Also hier ist noch eine Tür, die man mit einem Musikinstrument aufbekommt. Es kann sein, dass ich einfach nur die Tür aufmachen muss. Später nochmal für was. Das wird ja halt erst bei der Questline erklärt, dass du das mit diesem Musikinstrument machen kannst. Und bitte gehen Sie. Danke. Yes. Cry out my illustrious name. Klick. Mehr nicht. Ich hatte mit mehr gerechnet eigentlich, dass es weiter runter geht. Geh in die unterirdische Höhle. Okay, wozu ist die andere Tür noch da? Also an die andere Tür kann man sich einfach ranstellen, muss was mit dem Musikinstrument machen. Ich habe gedacht, man muss mehr machen. Okay, ja, dann war das ja doch ziemlich einfach. Ich hätte dann war es das schon. Einfach, ja, die zwei Seli da rumführen, da reinführen. Wir kommen halt von da hinten oben, fliegen einmal hier nur da hinten hin. Holen die zwei Seli nach da oben und fertig anscheinend. Also das war beim letzten Mal anstrengend, ne? Anscheinend müssen wir wirklich noch weiter das Wasser runterlassen, doch. Ich habe jetzt hier einmal kurz Musik gespielt, jetzt konnte ich das Ding wieder aufmachen. Okay. Okay, okay, okay. Teamwork is dreamwork! By royal decree! I'll uproot you! Nip that in the bud. Enshroud. Okay, da ist noch mal ein Schalter. Sagt, wir sind nach. Yeah.
Oh, eine luxuriöse. Smells like something good is inside. Und noch mal was ablassen. Na, guck mal. Ich wusste, das konnte vorhin nicht das Ganze gewesen sein. Okay, und dann haben wir auch noch wieder so einen Kampf. Oh Gott. Nein, das machen wir nicht. Okay, dann war es das. So haben wir jetzt hier beim Devantaka-Gebirge, beim Riesenruin-Golem das Wasser abgelassen. Ich zeige das nochmal von draußen. Ist einfach, kannst da hinten hochjieten, einmal rumgehen, wenn du möchtest, hierher. Und dann habe ich hier zweimal Wasser abgelassen. Wenn man von der anderen Seite kommt, kommt man dann von da oben. Okay, dann war's das. So werdet ihr hier das Wasser los und könnt dann da auch nochmal fighten. Und ihr habt sogar gesehen, dass es da so eine luxuriöse Kiste gab. Okay, jetzt haben wir hier draußen so ein Ding, was da gefesselt ist, und da drinnen. Und ich habe eigentlich keinen Bock, die zu entsperren, um gegen die zu kämpfen. Aber ja. Dann, das war das, ne? Ich habe eben nicht gesagt, dass ich jetzt hierher soll. Was ich ein bisschen komisch fand. Weil eigentlich haben wir ja jetzt die Teile. Na, guck mal. Warum muss ich jetzt... Hä? Ich muss den... Warum muss ich denn den Originaleingang gehen, wenn ich einfach hier hinten herporten kann? Was ist denn das für ein Quatsch? Hätte ich das wieder ausgedacht? Ich beschwer mich. Hä? Also warum sie das jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Also, und ob wir hier auch noch mal eine Quest kriegen? Keine Ahnung. Hier ist ja auch einer von denen. Oder gibt der uns nur sowas? Können wir mal fragen. Vielleicht verkauft er uns was. Ah ne, der will zwei Sachen haben. Kannst du gerne haben. ...10.000 Mora. Und Kohl. Okay. Ich lasse die Markierung mal da. Vielleicht kommt er öfter. Wieder dran vorbeischleichen. Warum? Ihr habt mir doch extra Teleporter gegeben, damit ich nicht nochmal da durch muss, oder?
scheint nichts Besonderes mehr zu sein. Oz, reveal thyself. I summon thee. Schießt du da nicht drauf? Nein. Au, Kopf gestoßen. Hä? Irgendwas habe ich verpasst. Anders. Es sagt mich hier tief, hä? Da. Ach, ich stand da an der Seite in dem Lager. Ich hab übersehen. Ich habe gedacht, weil da was von 40 Meter runter stand, da meinte sie nach ganz unten. Okay, werden wir gleich einen Roboter Wolkenkratzer auf Sumeru loslassen oder wird alles nicht funktionieren? Sehen Sie jetzt. Und da ist einer drinne, ja? Paimon, was stimmt mit dir nicht? Ich kann das nicht alleine. Mach du das mal für mich, Junge. Natürlich. Paimon sagt auch nur, ja klar, mach mal an. Aus. Bitte nicht auf mich reagieren. Danke.
jeden Fall nice aus. War ein schöner Kontrast zu dem doch sehr bunten Sumeru-Gebiet. Fahrstuhl abwärts, danke. By royal decree. No rest for the wicked. Can't see. I'll uproot you. Ha. Aha. Wir nehmen einfach die Blöcke und machen es an. Okay. Und das heißt, ich kann mit meinen auch irgendwas anmachen, die ich einfach random gelootet habe. Natürlich wieder seine Kamera rausgeholt. Okay, man kann die Energiedinger wieder rausnehmen, wenn wir die für irgendwas anderes brauchen. Okay, ja, brauchen wir. Das heißt, wenn der Stromkreis einmal voll ist, dann läuft's weiter. Hä? Er hat doch gerade gesagt, man kann die wieder rausnehmen, wenn ich... Ach, man kann aus anderen rausnehmen. Wenn ich für den was brauche, kann ich den beim woanders was rausnehmen. Keep up. Thank you.
Hier müssen zwei rein. Easy Loot. Auch nur ein Bauplan. Why is there a chest here? Die mögen halt Kisten. Oh, waren das... Gefängniszellen? Hier sind es drei. Okay. Aber wie kriegen wir denn? Der muss in der anderen. In dem Zweier-Ding muss dann noch was drin sein. Guck mal, hier liegt direkt einer. I hear everything. Okay, damit wird das verbunden. Zwei platzieren, einen rein. Zwei wieder raus. Einen platzieren, einen rein, einen raus. Einen platzieren. Und... Tag. No rest for the. One thing after another. Wings of darkness, come, sever night from day. Oh, I'm not finished my research. Okay. Ach. Okay, ihr kommt runter oder ihr hört auf. Ihr seht mich gar nicht. Was ist mit eurem Anvisieren los? Enshroud!
Ha! Hoo! Ha! Ja, die Menschen von Kandria leben nicht so lange. Wenn er wüsste, dass da gerade einer war und uns fast totgeschlagen hätte. So. Du läufst so semi mit Funken. Die andere Seite nicht. Okay. Ich warte immer irgendwie darauf, dass wir mal so eine Nachricht von Lumine finden. So von wegen, dass sie geholfen hat, die Maschinen zu bauen oder irgendwie sowas. Ja, dann müssen wir den da hinten rausnehmen und damit die Tür da aufmachen. Und dann mal gucken, ob wir dann da irgendwo einen Stein finden wahrscheinlich. Weil denn hier ist auch noch mal eine Tür. Und hier ist noch mal gucken. Die haben wir gerade bekämpft. Okay. Aha, hier ist das schon. Lol. Dann. Hab gedacht, das ist irgendwie jetzt länger. Gucken wir hier noch. Dahinter ist weiter nichts. Dann gucken wir hier nochmal rein. Oh, noch eine luxuriöse. Uiuiuiui. Why is there a chest here? Keep up. Hier sind zwei luxuriöse Kisten in der Questline. Und jetzt kommt Dr. Who raus. Sorry. Oder könnte auch Son Goku rauskommen. Let's go. Wo muss ich das? Kannst du das klicken? Ich möchte eigentlich nicht, dass der aufsteht und jemanden verprügelt, aber okay.
Oder geht nur eine Kamera an? Die Kamera ist angegangen. Pock. Nichts weiter machen. Ich wüsste jetzt nicht. Oh. Ich habe dreimal Enter gedrückt. Jetzt wirklich was kaputt. Kannst du das lassen? Hui, 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 ja, Sir. Er ist schuld. Wir haben nichts angerührt. Alles deine Schuld. Okay. Wir gehen jetzt einfach wieder, ja. Keep up. Ah, dadurch, dass wir das gemacht haben, hat sich die Schleuse geöffnet und wir können durch den anderen Arm rausgehen. Nice. Ich hab gedacht, wir schießen jetzt einen Laser, machen Bär kaputt. Jetzt dürfen wir durch das Loch gehen, was wir freigelegt haben, ja? Okay, noch mehr Teleporter. Ja, ja. Warum auch nicht? Nip that in the butt. Hoom. Sa. Can't see. As you wish, main Fräulein. One with the forest.
Okay, da. Deshalb geht der Wald kaputt. For the wicked. Teamwork is dream work. Adventure time. Can't see. I summon the one with the forest. Ha! I hear everything. Da noch und da noch. Da kann man überall praktisch rumjieten, wenn man möchte. Can't see. No rest for the wicked. Let's nip that in the bud. Okay, ja, weil die bösen Abyss-Mages hier irgendwelche komischen Rituale gemacht haben, haben da halt Zweige gefehlt, die das geblockt haben. Anscheinend. Und jetzt kommen die halt wieder, wie es aussieht. Kann man nicht drauf landen? Schade. Also noch nicht. Mit dem Sumeru-grünen Effekt dazu noch so ein Effektfeuerwerk. Du siehst nichts mehr auf dem Bildschirm. Du siehst nicht, hast du noch was getroffen jetzt oder nicht? Ist die Attacke daneben gegangen? So. Ah ja. Halt, stopp. Sprechen. Let's light it up. By royal decree. Enshroud. One thing after another. Ha. Peace be with you. Ha. I'll uproot you. Teamwork is dream work. My holy proclamation. Midnight Phantasmagoria. Why do they never miss? The truth shall set you free. Hear ye the word. I can't see. Great be upon you. Sir. Ha. Peace and hope thine. Keep up. The truth shall set you free.
Oz, reveal thyself! Grace be upon you! It's one thing after another! One with the forest! Hear ye the word! Ha! Who? Ha! The door is opened unto you. Und das ist doch keine dunkle Energie, wie der andere gesagt hat. Off we go. Moment, was war das? Müssen wir das Ding lernen aus der Kiste? Oh, wir haben eine zweite von den Seiten bekommen. Okay. I created another universe. Ja. Nochmal reingucken in das. Nochmal eine Anwendung, genau. Da war ja keine Kiste. Ist hier noch was? Okay, dann hätten wir den Part aber auch jetzt fertig. War auch wieder nicht schön kurz, wie ich es gerne gehabt hätte, aber egal. Let's nip that in the bud. Sir. Ha. Okay. Ja, dann scheinen wir hier was Neues zu bekommen. Dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.